Und es geht auch schon wieder weiter mit dem Frosty Key, der so schön zum Level passt. Frosty Domain, frostige Gegend und frostiger Schlüssel. Und frostige Tür, die sich öffnet. Es wird immer klostermäßiger, merkt ihr das? Ich glaube, es ist bald zu Ende, das Level, und dann geht es im nächsten Level weiter, dem Kloster. Also hier haben wir einen Block. Ich ziehe den erstmal raus, damit er uns nicht stört. Vielleicht können wir nämlich diesen Block hier in die Säulen reinschieben. Das könnte ich mir bei dem Spiel auf jeden Fall vorstellen. Nee, das geht nicht. Obwohl, wir können den Block hier nochmal ziehen und über den Block drüber darüber gehen, weil die Tür ja hoch genug ist. Da kommen wir ja durch. Das ist ein guter Plan. Dann machen wir das auch gleich und schauen mal, wo wir rauskommen. In einer frostigen Gegend natürlich. Mit Tempel des Gehirn, Hintergrundgeräuschen. Naja, was ist das denn? Das Geräusch? Merkwürdig. Hört ihr das auch? Was ist denn das? Naja, auf jeden Fall fehlt hier ein Schlüssel, damit wir an diesen Schalter hier dran kommen. Der Tomb Raider 3 Bug funktioniert hier leider nicht. Bei Tomb Raider 3 kann man ja so machen, wenn man sich da vorstellt, so eine Rolle macht und sich dann da drin rumdreht, kann man den Schalter drücken. Das ist ein Bug, der hier leider nicht funktioniert. Naja. Hier ist auf jeden Fall ein Hebel. Den ziehen wir halt erstmal, gucken, was passiert. Okay, ich weiß, wo das ist. Da waren wir am Anfang vom Level. Da hat sich so ein Gitter geöffnet. Und hier dürfte ich auch noch nicht weiterkommen, ne? Wenn ich hier überhaupt mal weiterkomme. Ist ja zugeschneit. Und hier komme ich auch noch nicht hin. Hier ist ein Zaun. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Was ist das überhaupt für ein Loch? Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Nicht, dass wir hier an einem Geheimnis vorbeirennen. Das will ich nicht. Ah, okay, das ist eine Luke, die verschlossen ist. Gut, merken wir uns, wenn wir mal irgendwann eine Luke sehen, die sich öffnet. Gucken wir mal hier vorbei. Gut, dann gehen wir zurück. Und gehen erstmal, wie war denn das? Ich muss da oben hin. Ich glaube, ich konnte von hier. Hier oben. Lara, da oben. Danke. Hier rüber hangeln. Und da war dieses Schlüsselloch, was wir am Anfang des Levels gesehen haben. Und da wird auch dieses Gittertor sein, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist da. Schauen wir halt mal. Man sieht auch, dass richtig schöner Wind geht, weil Laras Zopf so schön wedelt, wenn ich hängen bleibe. Auch. Also die haben wirklich hier in diesem Spiel auch Wind eingebaut. Das finde ich sehr realistisch. Finde ich gut gemacht. Muss man ja wirklich mal sagen. Waffen ziehen. Haben wir nichts Besseres als Pistolen. Oh, die Schrotflinte. 8 Schuss, die nehmen wir erstmal. Wenn wir 8 Schuss auf der Flinte haben, dann müssen wir den natürlich benutzen. Oh nein. Ich habe ganz, ganz, ganz böse Erinnerungen. Das wird hier richtig schwer. Lara, was machst du denn? Bist du irgendwie völlig deppert heute? Zieh dir die Waffe, wenn sie hochspringen soll. Das war scheiße. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sag, aber... Das ist wirklich richtig beschissen hier. Tauchen wir erstmal hier alles ab, weil ich dieses Rätsel unbedingt hier umgehen will. Weil das total schwer ist und ich hier mal ewig und 3 Tage lang gehängt habe. Das wird jetzt nicht einfach. Hier kommen wir aber erstmal wieder raus. Das Problem ist nämlich, dass hier 2 so komische Spießdinger sind. Plus Spieße am Boden und wir darüber müssen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, darüber zu kommen. Ich mach's einfach mal. Und das ist das Problem. Das ist einfach nicht einfach. Das ist einfach nicht einfach, genau. Das hätte sogar klappen können. Habt ihr das gesehen? So, Spieße sind oben schnell. Jetzt sind wir natürlich wieder hängen geblieben. Also hier sage ich euch einfach, probiert's einfach aus. Probiert's einfach, springt drauf los, irgendwann klappt's. Ich weiß aber nicht wann. Und ihr müsst halt probieren, zu verschiedenen Zeiten abzuspringen. Halt mal alles Mögliche ausprobieren. Jetzt wurden aufgespießt. Jetzt mal loslaufen. Ja? Nee. Ja, nee.
Ne? Ist klar. So. Okay, da war das Ding wieder im Weg. Oder kann ich... Ah, das ist auch eine Idee. Hier so langhangeln. Oh ne, doch nicht. Man wird dann einfach von den Spießen erwischt. Schade. Das wäre jetzt mal eine Lösungsmöglichkeit gewesen. Die Stelle ist richtig blöd. Die ist richtig bescheuert. Tja, da haben wir jetzt mal was zu tun, ne? Mit die Augen uns da hinten noch angaffen. Jetzt hätten die nichts zu tun. Ja, ihr da drüben. Genau euch meine ich. Ist einfach blöd. Jetzt da. Wie gesagt, ich habe am Anfang des Spiels, glaube ich, gesagt, dass es hier Sprünge gibt, die so schwer sind, dass ich die nach zig Versuchen irgendwann offscreen machen werde, weil ich nicht folgenlang in einem Sprung probieren will. Verdammt. Wir haben es geschafft, aber sind leider gestorben, weil wir kein Leben mehr hatten. Was für ein Ärger. Es ist einfach nur schwierig. Obwohl ich dann schon gerne euch zeigen will, wie am Ende der Sprung funktioniert hat, ne? Also mit dem Offscreen machen, da bin ich eigentlich nicht so der Freund davon. Außer jetzt bei irgendwelchen... Ah! Wir haben es geschafft! Was ich sagen wollte, bei irgendwelchen Blockschiebepassagen, da kann man vielleicht mal was Offscreen machen, weil es einfach langweilig wird. Aber den Sprung haben wir jetzt geschafft. Und ich habe euch gezeigt, wie er funktioniert. Also ist alles gut. Und hier sehen wir natürlich sofort, dass hier einmal ein Fake-Auge ist. Das heißt, hier ist ein Block. Den können wir schieben und dahinter kommen. Oh, ich bin so glücklich, dass wir das geschafft haben. Weil die Stelle hatte ich echt schwer in Erinnerung und sie war auch echt schwer. Geht er nochmal schieben? Nee, natürlich nicht. Gehen wir einmal durch den Kriechgang hier. Und was wartet da? Natürlich ein großes Medipack. Weil C94 weiß, heil kommt man so nicht drüber. Hallo? Was war denn das gerade? Ach so, die hängt hier in der Decke fest. Ja, Lara, komm. Zufrieden? Ja, hallo Augen. Gafft mich nicht schon wieder so an hier. Die irritieren mich voll, die Augen. Das ist ja total schrecklich. Naja, was will man machen, ne? Ist super. Gespeichert habe ich das, gell? Ja, okay. Ich muss mal was trinken. Warte mal einen Moment. Ich hab Durst. So einen trockenen Mund. Gut. Weiter geht's. Die Leiter hoch. Und jetzt machen wir uns einen kleinen Plan. Weil ich nicht weiß, wie man hier unbedingt springen muss. Das so natürlich nicht, Lara, ne? Ist klar. Gut. Sie macht sich normal hin. Und jetzt da springen wir mal hier rüber. Was totaler Schwachsinn war. So. Okay, ich glaube, ich hab. Nee, ich hab. Doch, ich hab eine Idee. Und zwar jetzt da. Hier drauf. Nein! Was ist das schon wieder für ein Sprung hier? Auch noch so eine Schräge da hinten. Hallo? Komplizierter geht's ja wohl nicht, hä? So, klappt aber. Da haben wir den nächsten Hebel. Und dass wir die Luke öffnen, das war mir sowas von klar. Ich glaube, das Level ist bald zu Ende. Und dann kommen wir endlich ins Kloster. Da freue ich mich schon drauf. Nein! Okay, so viel Leben haben wir nicht verloren und das Level ist eh bald zu Ende. Deswegen geht das und wir kriegen zurück. Gehen jetzt dahin zurück, wo wir die Luke vorhin gesehen haben. Da gehen wir jetzt hin. Und hier durchs Wasser. Weil da will ich nicht nochmal rüberspringen. Die Stelle habe ich jetzt ein für alle Mal geschafft. Wenn ihr das mal spielt, sage ich ganz einfach Geduld haben. Das ist in dem Spiel ganz wichtig. Und immer zu verschiedenen Zeitpunkten probieren abzuspringen. Mal in der Mitte versuchen, mal am Rand versuchen. Probiert's einfach aus. Was höre ich denn hier? Ich höre einen Gegner. Das gefällt mir aber nicht. Da!
Die brauchen mal so langsam nachladen, die Schrotflinte, aber es hat geklappt. No? Hat er was? Nichts hat er. Und die Tür wird sich irgendwann voraussichtlich auch noch öffnen, aber da werden wir dann später hinkommen. Das scheint mir hier so ein Hin- und Hergespringe von der Seite zur anderen zu sein. Da ein Hebel ziehen, um darüber zu kommen. Da drüben ein Hebel ziehen, um darüber zu kommen. Und umgekehrt. Hallo? Wie viel halten die Viecher denn aus? So, Schrotflinte ist leer. Wir haben die MP. Tja, dann nehmen wir die natürlich erstmal. Stimmt, die habe ich voll vergessen. Die haben wir in der letzten Folge gefunden. Ja, dann haben wir jetzt natürlich eine coole Waffe, mit der wir uns ausrüsten können. Die MP5. Oder wie ich immer sage, MP5. Wir sind ja hier in Deutschland, ne? Das finde ich auch mal blöd. Das regt mich immer auf. Es gibt wirklich Sprünge, die kann man so nicht schaffen, ne? Die schafft man so nicht, weil Lara die Kante nicht greift. Wenn man diesen einen Kniff nicht kennt, ich kann sie wirklich probieren, es geht nicht. Sie hält sich nicht fest, weil es hier einen ganz bestimmten Kniff gibt. Für alle Tomb Raider-Spieler bei Custom Levels ist das ganz wichtig. Es gibt Sprünge, die schafft man nicht. Deswegen habe ich auch schon mal ein Spiel aufgegeben, weil ich diesen Sprung nicht geschafft habe. Es ist wirklich so, dass man bei manchen Sprüngen, wo man nicht hochkommt, erst die Steuerungstaste gedrückt halten muss und dann nach oben gedrückt halten muss, dann zieht die Frau sich hoch. Das finde ich total blöd gemacht. Wenn man das nicht weiß, ist man aufgeschmissen, weil man einfach nicht hochkommt. Wie gesagt, deswegen hatte ich schon mal ein Custom-Level aufgegeben. Ich glaube, das war das Titanic-Level, was ich damals gespielt habe. Das musste ich aufgeben, weil ich da nicht hochgekommen bin. Und hat sich Lara aufgehängt im Gitter. Naja, was soll's. Hier ist eine kleine Deckenerhöhung, das heißt, wir können hier rüberspringen. Oder auch nicht, weil das Gitter im Weg ist. Hallo? Lara, ich hab Alt gedrückt. Und Alt heißt abspringen. Danke. Die hört hier wieder wie das Gewitter. Und hier ist übrigens der Zaun, wo wir vorhin auf der anderen Seite waren. Doppelt abgesichert, damit wir ja nicht hier rüberkommen. Naja. Theoretisch hätte Lara darunter durchkriechen können, aber das macht die natürlich nicht. Dafür ist Lara Croft sich doch viel zu fein. Nee, ich bin Lara Croft. Ich bin ein Mädchen. Ich krabbel doch nicht unter so komischen Zäunen rum. Nee, das mache ich nicht. Ist vollkommen klar. Okay, wir sind jetzt hier oben. Ziehen wir aber mal die Waffe. Und das sieht hier wieder so My Technical Station mäßig aus, wo wir im letzten Level waren. Ach ja, wir finden den Schlüssel. Kein Kommentar. Anderer Kommentar, den wir in der nächsten Folge dann einsetzen werden. Ach, Lara. Ist der Sprung schon wieder so schwer für dich? Okay. Andere Taktik. Aus dem Stand. Schon wieder so ein blöder Sprung. Also mit blöden Sprung hat Z94 wirklich Spaß gehabt. Aber jetzt klappt's. Okay. Schlüssel. Der von der Proportion wieder okay ist. Und gleich höre ich schon wieder einen Gegner rumatmen. Der Balcony Key. Balcony? Balkon? Jetzt lacht mich nicht aus, aber ich glaube, das heißt Balkon. Balcony. Ich habe keine Ahnung, was Balcony heißt. Zwei sogar.